ist aus einem Baum gemacht. Seine flachen, flexiblen Bestandteile sind mit schwarzen Schnörkeln bedruckt. Ein Blick darauf genügt, und wir hören die Stimme eines anderen, der schon Jahrtausende tot sein kann. Über Jahrtausende hinweg spricht der Verfasser deutlich vernehmbar, wenn auch stumm, in unserem Kopf, direkt zu uns. Die Schrift ist vielleicht unsere größte Erfindung, denn sie verbindet uns miteinander über Fernepochen hinweg, ohne dass wir einander persönlich kennen. So sprengen Bücher die Fesseln der Zeit und machen uns zu Magiern. Carl Sagan.